So, und wir sind zurück im Business. Ah ja, im letzten Part haben wir die Stelle gemacht oder probiert zu machen. Wir haben es nicht geschafft. Ich will erstmal einfach, dass das Geräusch weg ist. Ich würde tatsächlich das später nochmal probieren. Ich will erst die anderen Level machen. Waffenkammer. Aha. Wir können drauf. Na gut, draufspringen bringt nichts. Vielleicht haben wir einen Jammer, dann können wir die Box holen. Wir haben bisher einen Konnektor. Mit zwei Konnektoren. Und ein stationäres Ding. Ach, das hatten wir auch schon länger nicht mehr, oder? Zuletzt in Ägypten. Ja, okay, Ägypten ist nicht so lang her. Und da ist tatsächlich ein Jammer. Okay. Können wir doch einfach. Den können wir einfach nehmen. Ja, der macht hier an der Stelle sowieso nichts. Egal was ich mache, ich bin immer das, immer dieser Körper, dieser Geist, diese Welt, kein Ausweg. Ein kleiner Pessimist. So, ja. Dann haben wir auch die Box. Toll, können wir das Ding ignorieren? Die wollten, glaube ich, ein bisschen Zeit schinden. Okay. Der Ventilator ist so stark, dass er uns hier in allen Richtungen wegbläst. Ist ja faszinierend. Okay. Wir bräuchten. Mal schnell schauen. Wofür haben wir die Kiste? Dass die Strahlen sich nicht kreuzen, oder was? Ich glaube, dass die Strahlen sich nicht kreuzen. Nehmen wir nochmal schnell raus. Dann hätte ich es gerne so gemacht. Da kann ich es maximal hinstellen. Und das passt. Okay. Kann ich. Ah, ich sehe ihn hier nicht mehr. Aber ich hätte gerne so die beiden verbunden. Und dann, ne, nach drüben. Weil dann könnte ich mit Yammer einfach hier den Fan blockieren. Wobei. Das rote Ding bringt mir ja gar nichts, ne? Gar nichts, gar nichts. Kann den auch so irgendwie ausschalten. Wenn ich da dann was draufstelle. Theoretisch kann ich das so machen. Ja. Was passiert denn, wenn der automatisch angelasert wird? Das ist egal, ne? Das sieht sehr egal aus. Wenn ich den so hier hinstelle. Mit den beiden verknüpfe, dann ist es blau. Ah, ich habe mich ausgesperrt. Ha. Okay, lassen wir das einmal schnell. Verknüpfen, verknüpfen. Wir haben dich. Du könntest theoretisch den Fan ausschalten oder eine der Türen. Das fällt hier gar nichts. Können wir hier noch was stören? Nee, auch nicht. Also das wäre wirklich. Den brauchen wir halt hinten. Ich lasse ihn mal hier, dass das Tor offen ist. Offen bleibt. Weil dann können wir vielleicht doch das probieren, was ich gerade wollte. So, du wirst blau gemacht.
Wir können das stören. Wir haben keine Verbindung zum Blauen, oder? Nee, schade, das wird nicht übernommen. Ich kann aber das machen. Dann ist es auch gelöst. Oh, ich wollte gerade komplizierter denken. Ups. Gut, wenn nur das andere Level auch nur so schnell geht. Schauen wir mal. Hier noch irgendwas? Square Codes? Nope. Der Thronsaal. Das klingt majestätisch, da ist es auch schon. Thronsaal mit Gittern finde ich, ja, passt nicht so ganz zur Thema. Achso. Ich habe gerade das Ding hier rumdrehen gehört und ich dachte, das wäre eins dieser explodierenden Dinger. Sterni ist auch am Start. Kann man da drüber springen? Echt? Ja, okay, mit genug Tempo sprinten. Ich glaube, dazu müsste man erstmal da hochkommen. Was zur Hölle? Okay, keine Ahnung. Wir haben einen. Oh, es konkurriert nicht. Schade. Da ist was Rotes. Hier toll. Ah. Kann man hier was mitmachen? Ja, okay. Wir haben eine Box. Gut. Gut. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist. Dann, na gut, wir könnten da aufmachen. Er leuchtet irgendwo hin. Aber ich sehe ihn nicht. Der ist schon voreingestellt. Oh, okay, Moment. Wir machen nochmal. Ach nee, wenn ich das Rote aufmache. Ich kann zumindest mal reinschauen, was das für ein Ding ist. So. Das ist auch aufs Rote eingestellt. Okay. Das ist dann doch praktisch zu sehen, weil dann können wir doch was damit anstellen. So, ich muss die beiden verknüpfen. Ach nee, Quatsch, das geht gar nicht. Der Rote muss sich selbst schon angewählt haben. Oder halt hier einen gemeinsamen Verknüpfungspunkt finden. Aber den haben wir nicht. Schauen wir mal. Ich meine, wir haben noch einen blauen. Ups. Noch einen blauen Laser. Aber wir müssen erstmal reinkommen. Den blauen müssen wir. Können wir den ablenken? Wenn wir das so verknüpfen. Der wird nicht abgelenkt. Wenn ich die beiden verknüpfe, dann gibt es da auch nur so ein Epic Battle zwischen denen. Wofür habe ich jetzt eine Kiste? Ich kann, glaube ich, hier kann ich hoch, oder? Ja, das ist cool. Aber, ja, war ganz cool. War Thronsaal. Thronsaal angemessen, könnte man sagen. Hä?
Man kann versuchen, irgendwie den interrupten mit einem roten Strahl. Wir müssen ja irgendwie da reinkommen. Und dann öffnet sich das Tor am Ende erst durch beide Laser und hinten ist auch nochmal ein rotes Tor. Also ein, mit rotem Torwächter. Ist Laserstrahl, Dings da, Bums da. Von keiner Position aus werden die beiden verknüpft, oder? Naja, allerhöchstens, wenn das Tor hier schon offen ist. Aber dafür bist du ja erst da. Ich werde das auch mit der Box nicht können. Oder wenn ich das irgendwo draufstelle? Ich kann nicht. Lass mich doch rein. Ja, du kannst mich cool anlasern. Es steht halt einfach echt ungünstig. So ein Meter nach hinten. Wär gut gewesen. Oder kann ich doch auf irgendeine erhöhte Position... Schauen wir nochmal. Eher nicht. Eher nicht. Okay, gut. Ich gebe zu, die beiden roten Rätsel hier in der Welt. Die haben es zumindest für mich in sich. Das bringt null und nada. Und da kommt schon zu sehr der blaue Strahl her. Also hätten wir den erst mit dem roten verbunden, dann wäre es möglich. Boah, schwierig. Ne, hier hinten haben wir auch nichts. Was bringt mir das? Was bringt mir die Kiste? Ich kann die nicht reinmogeln. Ich kann nichts damit unterbrechen. Die Gitter sind alle, die sind doch alle viel zu hoch, oder? Ja, die werden alle viel zu hoch sein, wenn ich da versuche, eine Verbindung zu machen. Probieren wir es mal. Zack. Zack. Drauf. Ja, da ist das Gitter im Weg, klar. Bei der Stelle oder auch auf der gegenüberliegenden Seite wird es genauso sein. Ich kann nichts verbinden. Hä? Ich habe auch nur den einen Connector. Sonst könnte ich irgendwie das Tor aufhalten und dann halt noch was machen, aber... Ja, so in dem Sinne. Aber das Tor ist noch zu. Aber es ist also von den Entwicklern schon gewollt, dass man das genau hier hinstellt. Deswegen haben die das ja so mit den Mauern versehen. Und dann kann ich mich selbst einschießen, das ist toll. Ich kann hier nichts dazwischen stellen oder sonst was. Das geht nicht. What the Frick? Wer auch immer Frick ist. I'm sorry, Frick.
Ja, wir müssen irgendwie unterbrechen. Oder kann ich das Blaue für irgendwas nutzen? Ich kann... Ja, noch mehr blaue Strahlen. Cool. Ich kann das zu nichts verwenden. Ich glaube, man muss das Ding irgendwo hinstellen, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, wo. Der blaue Strahl oben ist zu mächtig. Und das so abbrechen kann man auch nicht. Das ist das Blöde. Du bist auch einfach ja, am Drehen. Hä? Augen zu durch geht auch nicht. Also, bei dem gegenüberliegenden Rätsel, ja. Da kann ich mir schon vorstellen. Gut, da bin ich jetzt einfach zu blöd, habe was Signifikantes übersehen. Aber hier? Das fühlt sich nicht so an, als gäbe es hier eine Lösung. Weißt du, es gibt nicht viele Optionen, was man hier machen kann. Gerade der Connector verwirrt mich. Oder geht der irgendwie übers Tor? So zack, zack. Ja, das war jetzt ein bisschen daneben sogar. Zack, zack, zack. Nee, klar ist das. Das ist einfach zu niedrig. Ich kann den verknüpfen, auswählen. Und so ging es ja auch nicht, oder? Ja, verbindet sich ja nicht automatisch mit dem... Beziehungsweise er könnte auch gar keine rote Kraft rausschöpfen. What? Ja, da sind wir wieder. Ich kann den auch nicht nehmen, ne? Nee. Ich glaube, wir brechen diese Welt tatsächlich mal vorläufig ab und kommen irgendwann später wieder. Ich bin nämlich... Das ist jetzt das zweite Mal, beziehungsweise zweite und dritte Mal, dass wir jetzt was abbrechen mussten. Krass. Okay, Welt 5 beim nächsten Mal.